Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Fusion Origins, unserem derzeitigen Let's Play im April sozusagen. Bin gespannt, wann wir das Spiel mal fertig spielen. Wir sind hier noch immer in der Geisterwelt, die ich so übertrieben feiere, Leute. Ihr müsst euch die letzte Folge angucken. Wir haben hier so unglaublich geile Pokémon gefangen. Ich freue mich den Arsch weg. Aber, ein Problem. Wir sind ja noch immer mittendrin und wir, ja, sozusagen hatten wir einen kleinen Cliffhanger letzte Folge, denn ich weiß nicht, ob wir es hier durchschaffen. Ja, es könnte sein, dass wir beim nächsten Trainer abnippeln, aber wir werden es rausfinden. Denn die Wege hier, die sind so klein, dass man halt an jedem Trainer vorbei muss. Ich habe gar keine Möglichkeit, mich irgendwie vorbeizuschleichen, sondern ich muss die alle besiegen. Oh mein Gott, ist das auch wieder cool. Das ist eine ganz kleine Form von Brutalanda mit dem Fossilien-Pokémon. Es gibt hier zu viel geile Pokémon, ne? Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die am besten alle... Oh, scheiße. Oh, das ist schon mal schlecht. Wie wir die am besten alle in unser Team aufnehmen sollen und trainieren und dies, das, anders. Oh, ein Problem. Ich glaube, der Cliffhanger wird sich auflösen, indem wir jetzt einfach verlieren. Oh, dieses kleine Bunny ist so süß, ne? Das ist so süß. Machen wir Spaß, ne? Das wird nicht viel bringen, ne? Aber komm, wir machen mal Spaß mal was. Nein, oh, oder doch nicht. Wir sind schon tot wahrscheinlich. Jo, alles klar. Okay, wir werden hier verlieren. Also ich muss den ganzen Weg jetzt wirklich nochmal laufen. Wird das so sein? Wird das wirklich so passieren, weil mich ein kleines... Nee, komm, oder? Nee, komm. Nee, oder? Komm. Wir werden versuchen. Wir haben doch 4 Beleber. Komm. Wir beleben etwas wieder. Ich will ja nicht aufgeben jetzt. Ich bin ja gerade mittendrin und der ganze Weg ist so weit, ne? Dragon Breath. Ah, der macht schon ordentlich Damage, ne? Wir können ja Fake Out machen, eine Attacke, die immer zuerst trifft, wenn sie trifft. Toll. Nö, ist toll. Nö, ist schön. Nö, ist schön. Hat natürlich nicht getroffen. Nö, ist schön. Ey, das ist ohne die ganzen Drachen. Ihr wisst alle hoffentlich, wie extrem stark Drachen-Pokémon sind. Versuchen wir einen Megasauger. Betet man, dass es irgendwie effektiv ist. Theoretisch müsste es das sein. Ne. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann man versuchen, es zu verwirren. Das ist immer eine gute Taktik. Aber das sieht so gut aus, Grische Pokémon. Ich bin so neidisch. Perfekt. Es sieht so gut aus. Ich bin echt neidisch, ne? Oh, ich hätte das auch gerne im Team, ne? Karart. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich bin sehr froh, es rauszufinden. Das ist echt hässlich. Das ist echt hässlich. Ich kenne die Fusion aus dem Laukaps, heißt das, glaube ich, und dem Stahl-Pokémon. Aber es ist extrem hässlich. Da kann man nicht drüber reden. Es ist einfach scheiß hässlich. Oh Mann. Aber es müsste ein Käfer drin sein. Das heißt, eigentlich eine Flugattacke müsste sehr effektiv sein. Nein! Ah, ich dachte, es ist selbst verletzt, ne? Komm schon. Es müsste sehr effektiv sein. Auch wenn es ein Stahl-Pokémon ist. Nein! Okay, Stahl hat anscheinend gewonnen. Versuchen wir Megasauger. Bringt das was? Vielleicht ein bisschen mehr? Müssen sie irgendwie tot kriegen? Oh Gott, der kann das niemals tun. Oh Mann. Hoffentlich verletzt er sich jetzt aus Verwirrung selbst. Bitte, bitte. Ja, perfekt. Und jetzt noch eine Winge zeigen, was es auf jeden Fall tut. Oh, er greift zuerst an? Alter, mach jetzt keinen Scheiß, ne? Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Oh Gott, das war knapp. Ey, wir dürfen echt keinen Trainer jetzt mehr begegnen, ne? Wir dürfen keinen Trainer mehr begegnen. Die sind alle viel zu stark. Und wann entwickelt sich unser Myrablage-Schwalbini endlich mal, ne? Gigasauger. Oh Gott, okay. Ja, ey, wir müssen jetzt unseren Megasauger... Moment, der hat 15 Attacken, 40 und der hat 10 Attacken, 75. Geil, Gigasauger, extremes Upgrade für unser Pflanzen-Pokémon, unser Pflanzen-Flug-Pokémon. Mega-Upgrade, Gigasauger, geiler Scheiß. Damit könnten wir auch im nächsten Pokémon, das wir treffen, ordentlich Energie ablutschen, ne? Okay, wir haben gewonnen. Wir machen mal einen Speicherer zur Sicherheit. Aber das ist Drachen-Pokémon. Oh Gott, ist ein Problem, ne? Ich hätte so gern so viele Drachen-Pokémon im Team, so viele Geister-Pokémon im Team. Ich habe noch mal keine Ahnung, welchen Weg ich hier laufen muss. Ey, das ist ja viel zu groß, das Gebiet, ne? Ey, ich habe echt keinen Plan. Ich glaube, da rechts war jetzt der falsche Weg. Oh, das sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Das war der falsche Weg, glaube ich. Run. Jo, okay. Eigentlich müsste ich mal so ein kleines Pokémon nehmen und versuchen, es auszulutschen. That's what he said. Geht die Katze. Lass mal versuchen, die Katze auszulutschen. Mit Gigasauger. Denn ich brauche echt ein bisschen Energie vor dem nächsten Trainerkampf, ne? Irgendwo brauchen wir was. Yo! Seht ihr mal? Geiler Scheiß, ne? Gut geheilt, gut geheilt. Es geht ja nicht um die Erfahrungspunkte, es geht echt nur ums Heilen.
Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da jetzt am besten weiterkomme. Hm. Überall Sackgassen, ne? Hm. Das ist echt ein Scheißweg, ne? Ich muss da durch den beiden durch, ne? Der Traum von Mimigma. Eine Fusion von Mimigma und Pikachu. Haben wir noch Bälle? Wir haben keine Bälle mehr, ne? Wir haben keine Bälle mehr. Wir haben keine Bälle mehr. Das ist der Traum, Leute. Oh mein Gott, Mimigma mit Pikachu. Es hat endlich ein Kostüm, was noch realer aussieht. Oh, ich hätte das jetzt so gern mitgenommen. Und ich habe echt keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Wo ist denn dieser Scheißweg? Ich finde den Weg nicht. Ich glaube, ich muss nach oben. Oh Mann, ey. So geil, ey. Pikachu mit Mimigma fusioniert. Das ist der Traum, ne? Aber ich kann nicht fliehen. Innoziate war eine sehr starke Attacke, sehr effektiv. Oh Mann, ey, ich hätte das so gern mitgenommen, ne? Man hat immer zu wenig Pokébälle. Ein Elektro-Geist-Pokémon wäre auch wieder ein gutes Upgrade fürs Team, nämlich. Okay, wir müssen jetzt irgendwie nach oben hier. An dem vorbeigeschlichen, perfekt. Aber, scheiße. Doch nicht. Ist das eine Heilung? Nee. Warum gibt es keine Heilung? Wie geht's hier wieder weiter? Wollt ihr mich mobben langsam? Hey, dieser Weg, ne? Mach mich psychisch fertig. Rocktunnel? Was? Ich bin im Felsentunnel gelandet? Muss das so sein? Soll ich hier hin? Gott, was gibt's hier? Nein, ah, ich wollte das Pokémon gerade aufheben. Und? Ein Kiesling fusioniert mit, ich habe keine Ahnung. Corolla? Ist das ein Toyota Corolla? Leute, können wir mal bitte in die Kommentare schreiben, was das für eine Fusion sein soll? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Es ist ein Kiesling. Punkt. Aber was ist denn so rot? Corolla. Ich habe keine Ahnung. Leute, haut's mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Revive, Belever, sehr wichtig. Muss ich jetzt hier die Löcher runterspringen, ne? Oh, ich hab sowas von keinen Bock auf diese ganzen Rätsel. Aber auch nicht auf die Kämpfe, ne? Hm, ah, oh, scheiße. Jetzt sind wir im Felsentunnel auch noch. Ey, das ist so ein langer Weg. Es sind nur ein Pokémon. Gofloin, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Fake Out, scheiße. Das ist nicht gut. Wir sind geflincht, ja. Hypnose, was? Nein! Nicht schon wieder so ein Einschläfer-Verwirrungsscheißdreck. Ey, ich hätte auch Sleep Powder gehabt. Und ich habe es nicht eingesetzt. Ich war nett. Sucker Punch ist auch nicht gut. Damit heilt es sich. Und wir sind aufgewacht. Perfekt. Perfekt gemacht, unser Vögelchen. Hat sich nicht so einschläfern lassen. Super effektiv. Gegner verwirrt. Jetzt werde ich noch einen Energieabsauger machen. Wir beten, dass wir zuerst angreifen. Jo, perfekt. Hat auch gut funktioniert. Aber auch nur deswegen, weil wir nur eine Runde geschlafen haben. Sonst wären wir jetzt wieder mal typischerweise im Arsch. Oh Mann, Leute. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Besiegt. Zack. Geld her. Gott, ey. Ich hab echt Angst im Tunnel hier drin, ne? Wenigstens ist ja... Oh Gott, der Trümmerer braucht man hier. Ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Aber ich denke mal... Oh Gott, ich muss speichern. Ich denke mal, einfach durchzulaufen, könnte der richtige Weg sein. Ich habe halt echt keine Ahnung mehr, ne? Es ist so lange alles her mit dem Felsentunnel, der ganze Scheiß, ne? Ja, ich muss gegen den Kämpfer noch. Oh Gott, sind wir auch noch im Felsentunnel. Scheiße. Und die Wanderer waren ja auch immer so nervig. Drei Pokémon! Da hat wieder ein Corolla. Wo kommt dieser Toyota Corolla immer her? Hm. Die Sonne scheint. Eigentlich muss es. Ist das nicht ein Feuer-Pokémon? Was ist da drinnen? Ich komme nicht drauf, ne? Das hat überlebt, scheiße. Iron Defense, okay. Ich habe echt keine Ahnung, was da drin steckt, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keinen Plan. Sonnenlicht ist stark, ja. Aber warum? Hm. Ich hoffe, der Wing Attack reicht. Nein, das Verteidigung erhöhen hat so hart reingeschissen. Oh, das ist nervig. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so viele Attacken hier verschwenden, sozusagen, ne? Ich wollte jetzt einfach nur durchrushen. Sieht aber schlecht aus. Daneben gegangen. Scheiße. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Wir müssen jetzt treffen, Leute. Wir müssen jetzt treffen mit dem Gesang. Energieabsaugen, finde ich, ist nicht stark. Ist unnötig zu benutzen. So. Komm. Jo, okay.
Ey, mach mich nicht schwach, Alter. DP, geiler Scheiß. Und er hat jetzt drei von diesen blöden Pokémon, ja. Ob er beim dritten Pokémon die Weiterentwicklung hat, ist eine gute Frage, ne? Gigasauger, perfekt. Oh Gott, habe ich Schiss hier gerade vor diesem blöden Wanderer, ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir nach diesem krassen... Oh Mann! Dass wir nach diesem krassen Geisterfeld jetzt auch noch in den Rocktunnel müssen, ne? Oh Gott, ey, das ist echt hart, ne? Und wir haben ein Problem. Hat er eine Pflanzenattacke? Sonst muss ich ein Pokémon wiederbeleben. Wir haben jetzt zwei Versuche noch. Confusion Sandblur, Faint Attack. Ne, hat er nicht. Reicht das? Besiegt mit dem kleinen Pokémon. Ach du Scheiße, Instant Level Up. Verdient. Verdient ein Level Up. Payback. Okay, Payback. Shadow Sneak. 50. Nicht schlecht. Confusion Ray, Feint Attack. Was ist Payback? Payback lassen wir mal gut sein, wollen wir nicht lernen. Was setzt da ein? LOL, sieht das gut aus, das Rettern mit dem Einsiedlerkrebs. Also die Fusionen sind schon der Oberhammer, ne? Die Fusionen sehen echt gut aus in dem Spiel hier. Ich bin jedes Mal begeistert. Ne, macht zu viel wenig Schaden. Ich muss jetzt wieder einen Wiederbeleber nutzen für unser Vögelchen. Mann. Ey, das ist echt schwer, das Game. Das kann man nicht anders sagen. Toxic Spikes, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Ne? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir können versuchen, es zu fusionieren. Zu verwirren, aber nein, können wir nicht. Wir sind nämlich tot. Oh scheiße, da kann auch so eine Attacke. Da kann unser Vogel one-hitten. Da kann unseren Feuerstarter one-hitten. Ich bin gerade nicht begeistert von diesem Trainerkampf. Sind wir jetzt vergiftet? Oder nicht? Nee, okay. Bitte mach jetzt guten Schaden. Oh Gott, zum Glück. Oh, ich Schiss gehabt. Ey, ich hab echt keinen Bock hier zu verlieren, ne? 24. Jetzt entwickel dich doch endlich mal, bitte. Ich kann doch nicht sagen, dass ich einen Blattstein. Aerial Ace. Kann nicht sein, dass ich einen Blattstein benutzen muss oder so, ne? Also, Wing Attack, 60, 100. Und das macht 75. Can't be a way. Aerial Ace viel besser als Wing Attack. Alter. Es trifft immer, hat eine hohe Crit-Chance. Geil. Föhrchen hat jetzt zwei Level-Ups gemacht und beide Level-Ups haben es instant viel, 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 viel stärker gemacht. Aber es entwickelt sich einfach nicht. Das verstehe ich nicht so ganz, ne? Das entwickelt sich nicht. Warum entwickelt sich der Vogel nicht? Was mache ich falsch? Ich kann auch euch gerade nicht fragen, da ich ja hart am Vorproduzieren bin. Ich habe echt keine Ahnung, wo der richtige Weg ist, ne? Vielleicht? Ist der alte Mann jetzt ein Gegner? Oder sollte ich mit ihm reden? Das gibt's hier. Oh, wie cool. Aber wie gesagt, wir haben leider keine Pokébälle, ne? Wir haben keine Pokébälle. Ich glaube, ich rede mit dem alten Mann. Nein, ich hätte mit ihm reden sollen. Ich hätte einfach die Leiter benutzen sollen. Mann, ich dachte, er hilft mir oder so. Scheiße. Auch eine geile Fusion. Tobiris mit, ich habe den Namen vergessen. Das ist ja auch geil. Wow. Sieht sehr, sehr schön aus. Sieht sehr schön aus. Wow. Also ich kann mich bisher null entscheiden, was soll denn mein Team werden. Ne? Hab keine Ahnung. Überhaupt nicht. Null. Oh. Scheiße. Er muss verwirrt werden. Oder vielleicht one-hitten, ne? Scheiße. Nicht effektiv. Er ist verwirrt. Nein. Doch. Ja, selbstverletzt. Wichtig. Gigasauger nochmal. Bisschen EP absaugen, bisschen auslutschen. Komm schon, Baby. Kein Scheiß. Er lebt doch, scheiße. Aber er ist verwirrt. Und er sich jetzt nochmal selbstverletzt. Nein. Ich hab's so gehofft, ne? Wir leben noch. Aerial Ace trifft immer, hat's geheißen. Bam. Oh Gott, ey. Ich eier hier so hart am Tod rum die ganze Zeit, ne?
Ich eier so hart am Tod rum. Und ich dachte auch eigentlich, dass der Typ jemand ist, mit dem wir, der uns heilt oder uns redet, irgendein Item gibt. Aber nein, der greift mich einfach an, der Sack. Der greift mich einfach an, der Sack. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt mal hier. Ich glaube, ich muss hier rechts vorbei, ne? Ich habe hier so keine... Oh Gott, hier geht's ja auch weiter. Kann ich hier vorbei sneaken? Nö. Scheiße! Oh, der Grog-Tunnel ist ja so groß. Ey, that's what she said. Mann, ich wollte nicht in den Tunnel auch noch. Geo-Hitter, den kennen wir doch. Da, denke ich, können wir jetzt sehr guten Gigasauger benutzen. Aber wir haben nur noch zwei und der hat einen Fake-Out gemacht. Was? Ne, scheiße. Habe ich schon erwähnt, dass das gerade richtig scheiße war. Okay, wir müssen ein Pokémon einsetzen, was ich eigentlich austauschen wollte. Geht aber nicht, weil wir dafür an die PC-Box müssen. Ich werde hier in dem Spiel nicht gefragt, ob ich nämlich, ob ich, hab's vergessen, ob ich, mir fällt's gerade nicht ein, ob ich, was soll ich sagen? Ah, ey, ob ich das Team wechseln will. Ah, er macht sich immer schneller, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Aber ich habe jetzt mal verwirrt. Das ist sehr gut. Verwirrung ist da. Arschloch-Move, aber was soll's, ne? Dann benutze ich noch einen Apfel, denke ich. Nee, ich belebe noch was wieder zur Sicherheit. Ich kann es nicht riskieren, jetzt mit null Pokémon dann da zu stehen, ne? Er ist verwirrt. Oh Gott, wie schnell will er sich denn noch machen? Wird immer schneller und schneller, das ist echt nicht gut. Jetzt geben wir einen Apfel unserem Vögelchen. Ich habe echt Schiss, dass er nämlich jetzt zu schnell wird und uns one-hittet. Aber was hat er denn vor damit? Warum will er denn so schnell werden? Hat sich selbst verletzt? Perfekt. Angriff. Disable. Astonish. Ich nehme halt irgendwas. Komm schon, komm schon. Selbst verletzt. Wichtig. Perfekt. Also bisher läuft gut. Failed. Toll. Einfach gefailed. Nein, das nimmt man vor. Er ist nicht mehr verwirrt. Magnitude 7. Oh Gott. Ich glaube, dass mein Vogel jetzt zu langsam ist, deswegen habe ich noch ein Pokémon wiederbelebt, um, falls es schief geht, ne, noch was zum Wechseln zu haben. Ich habe echt ein bisschen Schiss gehabt von dem Geo-Hitter, weil es so schnell wurde. Ja, er ist zu schnell. Okay, aber zum Glück nicht effektiv. Gigasauger müsste es jetzt auch besiegen, direkt one-hitten. Aber das ist unser vorletzter Gigasauger, ne? Wir müssen noch einen einzigen Gigasauger, unsere einzige Pflanzenattacke. War das ein Fehler? Ich weiß es noch nicht. Tweakans? Ist das jetzt wieder dieser Einsiedlerkrebs? Jo, da müsste doch eigentlich auch eine Flugattacke geil sein. Nein. Natürlich nicht. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Er ist paralysiert. Das ist auch scheiße. Das ist übrigens auch nicht gut, ne? Muss Gigasauger nochmal versuchen. Bis? Gigasauger. Okay, jetzt ist er aber tot, oder? Oh Gott, ey. Problem ist, wir haben kein Gigasauger mehr, oder? Diese Höhle wird mich psychisch fertig machen. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Es sind einfach viel zu viele Wanderer. Es sind viel zu viele Wanderer. Ich muss gefühlt nach jedem Ding mal speichern hier, um jetzt nicht abzunippeln. Ich will nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Wir sind so weit gelaufen. Wenn, dann hätte ich im Geistergebiet irgendwann mal umdrehen sollen, ne? Okay, was haben wir hier? Escape Rope? Okay, Fluchtseil. Not bad. Kann man sich mal überlegen, irgendwann zu benutzen? Und ich habe keinen Pokéball, ich weine. Ich weine so hart. Da waren es schon so viele Pokémon insgesamt, die ich so gern gefangen hätte. Aber kein Pokéball. So, ich weine gleich, ne? Hier geht's nach unten. Hier ist der nächste Trainerkampf. Und da muss ich durch, oder? Jo. Konnte aber ausweichen. Hm. Hier ist auch nix. Ah, schwierig, wenn man den Weg nicht genau kennt, ne? Oh, da hat der Kleine auch. Wie gesagt, haut's mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, was der Toyota Corolla wirklich ist, ne? Sandsturm, das ist schlecht. Der macht uns Schaden. Wir gehen lieber weg. Okay, wir müssen also kämpfen gegen den Pappenheimer hier. Jo, müssen wir. Ah, wenn ich den richtigen Weg noch wüsste, ne? Aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg, ne? Hat die nicht ein bisschen mehr zum Anziehen? Bunny, den kennen wir doch. Das ist schlecht. Denn ich habe hier ein Feuer-Pokémon. Slash. Jump-Kick. Oh nein. Okay, sorry. Slash. Critical Hit. Nö. Critical Hit nochmal. Lovely Kiss. Nein.
wollen. Wir wollen es nicht lieben. Was? Lovely Kiss ist ein Einschläfer? Ey, ich kotze bei dem Spiel. Gefühlt jedes generische Pokémon hat irgendeine Einschläferungsattacke. Ne? Das kannst du doch keinem erzählen. Wach auf, du wirst ganz Gesicht getreten. Also Tokio, du bist manchmal eine Enttäuschung. Ne? Wenn es diesen blöden Jump-Kick wenigstens mal nicht treffen würde, dann würde es hinfallen und sich sehr verletzen. Problem ist bei unserem Pöhrchen, wir sind paralysiert. Oh nein, es ist hochgesprungen. Das ist nicht gut. Macht das viel Schaden? Oh, wow, das war ein bisschen zu viel Schaden. Hau ab, du Bunny, du. Nein, das lebt noch. Aber es ist fusioniert. Es ist konfusioniert. Das ist verwirrt. Ja, selbst verletzt. Wichtig. Und jetzt noch ein Aerial Ace drauf, der immer trifft. Und ciao. Oh Gott, das ist die Höhle ein Krampf, Leute. Scheiße. Das ist echt hart. Ich weiß nicht, wie wir durch die Höhle durchkommen sollen, ne? Ich weiß echt noch nicht, wie wir da genau durchkommen sollen. Ich habe nur noch einen Beleber und einen Apfel. Ist mal ein Apfelpöhrchen. Problem ist, habe ich einen Paralyse-Heiler? Ich glaube nicht, ne? Ne. Letzte kleine Booste. Sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Wir wissen es doch alle. Warum lebe ich überhaupt noch? Ich würde so gerne aus der Höhle raus, ne? Ich würde so gerne aus der Höhle raus. Aber ich habe den Weg vergessen. Da ist eine Leiter nach oben. Muss ich da hoch? Lol. Ich weiß nicht, was die zweite Fusion da drin ist. Die erste kenne ich natürlich, den Maulwurf, aber die zweite weiß ich gerade nicht. Was sind wir hier? Sind wir ja richtig? Auch geil. Lol, ein Nidoran? Nee. Es ist ein Rihorn mit dieser Kussfledermaus? Es gibt jetzt so geile Fusionen. Es gibt so keine Position. Repel. Okay. Ein Schutz also. Auch nicht schlecht. Niemals ohne Schutz in eine Höhle gehen. Zwinker. Leute, macht das nicht. Geht nicht ohne Schutz in Höhlen. Schon gar nicht in feuchte Höhlen. Tut das nicht, Leute. Nicht ohne Schutz in feuchte Höhlen gehen. Leute, mit halt die Schnauze. Ja, okay. Bin schon ruhig. Gibt's hier nur dieses eine Pokémon? Ist hier das unser Höhlenzubad oder was? Ist das hier unser Höhlenzubad? Ich hätte so gern das Drachen-Pokémon mitgenommen, ne? Ich hätte so gern das Brotalander mitgenommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich das Brotalander mitnehmen würde. Aber hier liegt einfach kein blöder Pokéball rum. Oh, zwei Pokémon. Er hat das Rhino-Bad. Okay. Das ist schlecht. Air-Cutter. Das ist noch schlechter. Paralyse. Wichtig. Schlecht. Ey, Scheiße, wie soll man den besiegen? Ich habe gerade keine Ahnung. Bitte verletzt dich selbst, ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Scheiße. Okay, erster Down. Er hat aber noch ein Pokémon, oder? Er hat noch ein Pokémon. Level 25, Leute. Level 25 schon bei dem. Er carried uns gerade so hart, ne? Oh, Scheiße. Wir sind tot. Spiel schwer. Einfach ein Feuer-Pokémon, Alter. What the fuck? Da hätte es auch keine Heilung geholfen, ne? Das war unser letzter Beleber. Wir haben kein Vögelchen mehr, wir haben nichts mehr. Wir sind leer. Wir sind einfach leer. Letztes Pokémon. Payback. Wir haben verloren. Wo kommen wir hin? In die Stadt zurück, oder? Scheiße. Fuck. Scheiße.
Wir sind abgenippelt. Aber wir können es auch unser Team tauschen. Ich glaube, dass ich nicht laden werde, sondern das Team tauschen und nochmal hinlaufen. Ich glaube, das ist leider sinnvoller. Nein. Na, egal. Wir legen mal das ab. Wir legen das ab. Und dann gucken wir mal, was wir mitnehmen. Und zwar hätte ich nämlich gern das hier mitgenommen. Wir haben noch das Abra hier drin. Ich glaube, wir lassen es mal so. Ich würde sagen, unser Team wurde jetzt schon mal cooler auf jeden Fall mit dem... Was ist denn für ein Item denn? Toxic Orb. Alter. Ein Orb ist mega. Alter. Okay, das der darf er behalten, ne? Das ist krass. Unser Foal bekommt mal die Wildlands, würde ich sagen. Aber ich würde auch sagen, wir speichern wirklich. Ja, ich gehe den Weg nochmal, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in der Höhle. Mit Schutz. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Bescheid, Däumchen nach oben, ne? Danke, das unterstützt mich sehr. Natürlich auch gerne mit kommentieren, immer zu den Pokémon, die ihr so finden. Und vergesst nicht zu abonnieren, Leute. Viel Spaß mit mir auf der Endcard. Bruder, Schwester, Faust geht raus. Und ciao.